PC. Der mit seiner komischen Pike auf uns einprescht. Lol, was war denn das jetzt schon wieder? Und der auch wieder super viel einfach aushält. Was für eine gottverdammte Scheiße. Boah, die Rüstung von dem sieht eigentlich ganz cool aus, so. So, jetzt machen wir mal ein Lebenssteinchen. Ich schätze mal, dass wir sowieso gleich nochmal zurück müssen, weil... Er hat uns gesehen. Kommst du auf? Ja, der hat jetzt zwei Äxte in der Hand. Aua. Ich habe gerade das böse Gefühl, dass da noch mehr kommt, oder? Nein, kommt es nicht. Okay. Dann war das wohl nur ein böses Gefühl. Alter, ohne Spaß, ne? Diese Viecher. Super wendig einfach. Leck mich mal am Sack. Aber jedes Mal, wenn sie getroffen werden. Aua. Jedes Mal, wenn sie getroffen werden, dann machen sie erstmal so eine Rolle. Das ist auch ganz, ganz praktisch. Alter, wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Aber ja. Alter Schwede, die sind nicht zu unterschätzen. Ja, sicher doch. Lol. Gott, ja, zwei mit dem Hammer, wa? Lauf! Also, wo ich eben schon gesagt habe, dass ich nicht zwei mit den Schwertern haben will, zwei mit diesen Hämmern will ich erst recht nicht haben. Wobei die auch ganz gut Schaden kriegen, auf jeden Fall, durch die Pfeile. Mehr als ich erwartet hätte, um ehrlich zu sagen, aber gut. Der eine dreht sich mit uns zum Rücken zu, das ist immer eine freundliche Einladung. Eigentlich. Nicht abhauen hier. Okay, weiter kommen sie nicht. Ah, das ist so schön, Bogen zu haben. Wie ich das mittlerweile feiere. Das habe ich im ersten Teil habe ich das gar nicht so krass benutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so, jetzt wo es mir einfällt, weiß ich auch gar nicht, warum ich das gar nicht so krass benutzt habe, weil im Endeffekt ist das voll gut. Und halt auch echt richtig krass hilfreich einfach noch. Und Snipe! Ja. Das war wohl ein bisschen zu hoch. Der Pfeil fliegt halt auch echt super lange, super gerade, ne? Das muss man auch einfach mal sagen. Dass der gerade ging. Und dann versuchen wir zumindest ihn nochmal wieder zurückzuholen hier. Ja? Das ist irgendwie, keine Ahnung, woran das hängen geblieben ist. Problem ist ja, wenn die zu weit weg sind, dann werden die auch nicht getroffen mehr. Obwohl der Pfeil eigentlich genau darauf gegangen ist. So, mache ich den zweiten jetzt im Nahkampf, weil eigentlich mein Ding, sie ist fast kaputt, oder? Mein Schwert. Dann machen wir lieber mal hier weiter im Fernkampf. Fernkampfmodus activated. Voll gut, weißt du, wenn man das Schild von ihm sieht und den Hammer, aber ihn selber einfach nicht. Oh mein Gott, wir haben wieder... konnte nicht getroffen werden, weil... Nein, what the fuck? Aha. Ja. Ja, komm. Alter. Unfucking cool. Oh man. Fuck you. Alter Schwede, die Typen sind und die werden halt 100% respawnen. Das sind keine Gegner, die dann wegbleiben, wenn sie einmal gemacht hat. Das sind die typischen, hey, ich komme immer wieder Gegner. Ich hätte gerne Shotcuts, ganz ehrlich. Ach, was ist noch einer von denen? Sehr gut. Wie viel die halt einfach aushalten, das ist ja nicht mehr normal, ey. Ja, das ist jetzt ja echt das... Eigentlich habe ich ja gedacht, dass wir in dem Drangleic-Schloss schon im Endgame-Gebiet wären. Aber meiner Meinung nach ist das hier noch ein Zacken mehr Endgame-Gebiet.
Die Gegner hier halten einfach alle so viel aus. Das ist ja echt krass. Einfach nur. So, warte mal hier. Leuchtfeuer. Gut gemacht. Ja, Leuchtfeuer wäre mal eine Ansage, aber ich glaube nicht, dass noch eins kommen wird. Ach du Scheiße. Geschafft. Was bist du denn? Ah, ich habe die Feder, du tust mir hoffentlich nichts. Hallo, du bist ein NPC, richtig? Ich kann ihn nicht anvisieren. Ach, sprechen. Dunkelheit verschiebt und ändert sich. Wieder steht jemand vor uns. Ist ja interessant. Ich bin gerade am Überlegen. Ich kann gerade keine Ringe wechseln. Ob ich hier verstehen würde, ohne dieses komische Gebimsel. Wenn. Alter. Ich hoffe nicht, dass das noch ein Gegner wird. Ob ich den verstehen würde, wenn ich diesen einen Ring anhabe, dass ich Gegner verstehen kann. Herz des Aschenebels. Ja. Okay, der hat uns anscheinend mal wieder nichts zu sagen. Nice! Nice, nice, nice. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wofür dieser Schlüssel ist. Ohne es direkt zu wissen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das der Schlüssel ist, der uns. Jetzt mal ohne Spaß, ne? Das sind einfach immer Wege, die man hier gehen soll, angeblich. Das ist der Schlüssel, der uns Einlass verschaffen wird zu diesen Portpunkten nach dem Verkommenen zum Beispiel. Oder, boah, ich glaube, es gab noch einen dieser Endbosse, wo man da auch dann importen kann. So, ich glaube, damit haben wir jetzt aber echt alle Gebiete, oder? Ja, Tatsache. Das war echt ein kleines, also ein kleineres Gebietchen jetzt. So, ich möchte uns noch einmal gerne ausprobieren, da auf diesen Vorsprung zu springen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das echt ein ganz gutes Item gibt. Und wehe, dann ist wieder nur irgendwie Glitzer-Titanid oder so eine schöne Scheiße. Dann gib bitte aber. So, und in dem Gebiet könnte man natürlich noch die ganzen kleinen Eidechsen sich holen, wenn man das will. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so außen vor. So. Ich meine, mit B kann man voll loslassen, ne? Reifen, ja. Ab dafür. Ich meine. Jawohl, ja. Das hat direkt mal beim ersten Mal funktioniert. Seele eines großen Helden. Ja, okay. Aufgeben, aber Loch. Ich meine, im Endeffekt, ne? Wie gesagt, ich schätze mal, wir sind relativ am Ende des Spiels. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal wieder so machen. Und uns ganz geschmeidig noch das eine Level aufsteigen lassen und dann mal gucken, ob wir jetzt endlich weiterkommen. Ach ja, Moment, wir haben noch den dritten Drachenring bekommen, wa? Ist auch gut, dass ich die ersten beiden habe. Den ersten habe ich 100% irgendwo verpasst, den ersten Drachenring. Moment. Den Feuerabwehrring können wir noch vielleicht gleichzeitig mal ausziehen. Der wird wahrscheinlich genau das gleiche machen. Ja, richtig, der wird genau das gleiche machen. Ring anlegen nicht möglich, Konflikt mit anderen Angelegenheiten. Ach so, davon kann man nur einen anziehen, oder was? Ja, okay, dann hat sich das wohl geklärt. Ich dachte, man hätte alle drei anziehen können, weil ich weiß, dass man nicht den gleichen Ring zweimal anziehen kann. Also ich kann nicht plus eins und den. Die zwei könnte ich nicht gleichzeitig anziehen. Ich dachte eigentlich. Na, dann ziehen wir einfach mal den Universalabwehrring an hier. Und reisen ein Ründchen. Nehme ich erstmal nochmal Juna. Ich wollte ja noch das eine Level aufsteigen. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was hinter Tür Nummer 1 ist. Ich weiß, dass es davon zwei gab. Das Problem ist echt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der zweite war. Scheiß doch mal die Wand an. Ja, Bearer of the Curse. Aufsteigen. Wo war denn nochmal der zweite? Und anpassen. Oder Masken. Beweglichkeit hat sich auch mal wieder einmal erhöht. Weil ich glaube, 86 Beweglichkeit ist schon gar nicht so ein schlechter Wert an sich. So, dazwischen, Majula. Gut, also einer ist auf jeden Fall hinter dem Verkommenen. Die Frage ist nur, wo der andere ist. Scheiß da mal die Hand an, wo war denn das? Fuck, fuck, fuck. Fuck. Wo war denn das nochmal?
So. Ich meine, mittlerweile haben wir auch eine ganze Menge schon erreicht, auch so. Von denen, da stand ja dran. Vielleicht verstehen wir jetzt auch endlich mal die Nachrichten. Ich meine, die Nachrichten habe ich natürlich jetzt nicht mehr im Kopf. Ach doch, Mann, ich glaube, ich. Ich meine, ne? Ne? Sehr gut. So, jetzt nochmal hier. Lesen wir nochmal. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ja, gut, das ist relativ eindringlich. Wir werden sich ungemacht stellen müssen, wie es sich. Ja, können wir beziehen. Ich glaube, wir wollen irgendwie selber König werden. Das ist ohne Spur von Wasser und Weg und elender. Verstehen. Ich dachte, das wäre nochmal schlimmer. Genauso wie der darin verborgene Drache. Okay. Interessant. Nicht, dass ich das jetzt verstanden hatte. Ich glaube, ich weiß, ob ein Zwiller oder andere ist. Der ist nämlich in dem Winterschrein gewesen. Wo man auch nur so sporadisch vorbeikommt. Ich meine, da wäre auch so ein Ding gewesen. So, dann gucken wir da jetzt mal. Wie gesagt, ich denke, glaube, dass das der Schlüssel, den wir gerade bekommen haben, dass der genau hierfür ist. Ja, wie geschlossen. Okay. Ganz offensichtlich ist der nicht hierfür. Dann reisen wir wohl nochmal zurück. Und gucken, ob wir. Ob das andere dann wohl was anderes ist. Also. Wenn ich dann im Winterschrein da lang gehe. Boah, Alter. Das ist doch zum Kotzen. Ich dachte eigentlich, das wäre genau der Punkt. Was wir natürlich auch nochmal gerade machen können, ist uns den Schlüssel mal angucken. Vielleicht steht der da sogar dran. Was. Wofür der genau ist. Das wäre zwar wieder super untypisch für Dark Souls, aber ne? Herz des Aschenmeers steigt hinab in die Erinnerung der Vergangenheit. Die Magie ist auch ermöglicht es euch in die Erinnerung. Ja, toll. Ja. Das ist jetzt halt. Oder hätte ich da oben bei dem Drachen bleiben müssen und dann da das benutzen müssen oder so? Naja, ich werde auf jeden Fall erstmal den Winterschrein probieren. Und wenn das da auch nicht ist, dann werde ich erstmal ein Kettchen machen. Ein Kattelchen machen. Und mal gucken, wo ich das Ding gerne benutzen kann, weil. Ja, sicher, apropos Schlüssel, wir können ja nochmal gucken, was wollte ich sowieso mal gemacht haben. Lennigards Schmied, ja. Klassenhaus in Majolo, ja. Okay. Soldatenschlüssel. Öffne. Ja. Zelle, ja. Steinverhau in Jägerheim. Ach so, ja, doch, oder? Öffnet den Steinverhau im Jägerheim. Ach doch, ja, das war das, wo wir den einen Typen mitgerettet hatten. Eisenschlüssel. Öffnet die Eisentür. Ja, das hatten wir auch gesehen. Öffnet die Tür zur Lichtsteinbucht. Oh, also das weiß ich gerade nicht. Den haben wir auf jeden Fall benutzt. Königsmann, den haben wir auch benutzt. Uralter Schlüssel. Den haben wir noch nicht benutzt, ne? Ich glaube, den haben wir noch nicht benutzt. Den haben wir schon, zwar schon eine halbe Ewigkeit. Den haben wir benutzt. Das da haben wir auch benutzt. Mehr oder weniger. Okay. Das heißt, wir haben echt noch einen Schlüssel. Das wollte ich nämlich gerade mir mal angeguckt haben. Aber einen Schlüssel haben, mit dem wir so gar nichts anfangen können. So, jetzt meine ich aber, dass hier rum. Komm, ihr Gegner. Geht mir mal gerade bitte aus dem Weg. Ich habe keine Zeit zu spielen. So gut, wenn man sich übermächtig fühlen kann und dann nur noch zurecht einfach. Weil ich mittlerweile echt sagen würde, dass uns ein anderes Schwert und ein anderes Schild eigentlich besser stehen würde. Sag ich mal. Das Problem ist, dass wir einfach, dass das A dann echt schwierig wird mit der Belastung. Und B wird das dann gleichzeitig echt schwierig mit der. Mach da mal schnell. Belastung und. Ah, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas wollte ich noch gesagt haben. Belastung und. Spiel mit der Belastung. Ach Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Ist ein bisschen nebelig geworden hier, könnte man sagen. Ey, war das denn das gleiche Ding, wo wir vorher auch waren? Sicher? Alter, das ist ja wieder. Moment. Sicher, dass wir hier auch. Moment, nutzen.
Ein Licht in der Dunkel. Okay, das ist die Fackel und gar nichts. Sehr gut. Immer wieder gut zu wissen. Was haben wir hier? Stille Frau. Alter, du siehst ja gar nichts. Wie ein Traum, Bro. Kommt dem Ganzen schon ganz schön nah. Wie ein Traum. Alter, du siehst nichts. Oh mein Gott. Hier ist ein Turm oder sowas. Ja, wie geschlossen. Boah. Alter. Anscheinend nicht. Anscheinend bin ich nicht bereit. Was für eine verdammte Scheiße. Na dann mal wieder zurück. Aber dann war das gar nicht das, was ich meinte, sondern. Dann muss es noch irgendwo einen dritten geben. Tja. Aber ich weiß echt nicht mehr genau, wo der war. Ja gut, nichtsdestotrotz. Kommen wir hier nochmal hin. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, wo wir hier kommen. Möchte ich aber auf jeden Fall gar nicht essen. Ja, wenn ich dann mal nachgucken, den Rückblick braucht ihr noch nicht sehen. Wenn ich mal nachgucken, wofür wir denn jetzt diesen Schlüssel hier brauchen können. Und den uralten Schlüssel, glaube ich, gucke ich auch mal nach, weil dann bin ich mir sicher. Ja gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und ja, ich glaube nicht mehr, dass das Spiel lange sein wird. Aber dann geht's beim nächsten Mal auf jeden Fall richtig zur Sache. Gut, bis dahin und